Beziehungen mit Menschen, die ausgeprägte narzisstische Züge an den Tag legen, sind tendenziell problematisch, selbst wenn Partner nicht durch toxisches Verhalten auffallen. Was tun, wenn solche Partner fremdgehen? Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Selbst weniger toxische Partner mit narzisstischen Tendenzen sind eine Herausforderung und eine für beide Partner erfüllende Beziehung auf Dauer nicht sehr wahrscheinlich. Was tun, wenn solche Partner dann auch noch fremdgehen? Achtung! Dieser Beitrag gilt nicht der Diagnostik pathologischer Narzissten, sondern dem Ziel, fiesen Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen und sich nicht ausnutzen zu lassen. Zur Vereinfachung nenne ich Frauen und Männer mit deutlichen narzisstischen Tendenzen, die andere Menschen benachteiligen und verletzen, an dieser Stelle Narzissten und andere Fieslinge meist Fieslinge. Was tun, wenn wir es mit untreuen Narzissten zu tun haben? Wer vermutet, dass ein narzisstischer Partner betrügt, erkundet am besten zuerst die eigenen Gefühle und Reaktionsmöglichkeiten, die Optionen, bevor es dazu kommt, den Verdacht auszusprechen und Narzissten zur Rede zu stellen. Es ist davon auszugehen, dass Narzissten in solch einem Fall Taktiken wie Verleumdung und Abwehr anwenden und sogar ausfällig werden, sodass diese Begegnung möglicherweise nicht gut ausgeht, wenn wir daran gehen, die Dinge klären zu wollen. Dennoch kann das offene Ansprechen der Untreue unabhängig vom Ergebnis Licht in die Probleme der Beziehung bringen. Es folgen einige Dinge, die es zu beachten gibt, wenn vermutet wird, dass ein narzisstischer Partner fremdgegangen ist. Woran Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Persönlichkeitstendenzen zu erkennen sind, beschreibe ich in einigen Beiträgen. Wesentlich ist an dieser Stelle die Antwort auf die Frage, ob halbwegs realistische Aussichten für die Zukunft bestehen. Erstens, zuerst die eigenen Emotionen verarbeiten. Bevor wir reagieren, sollten wir einen Schritt zur Seite treten und erlauben uns, den unangenehmen Gefühlen zu stellen, die das Fremdgehen auslösen kann. Auch wenn das vielleicht nicht das ist, was wir gerade tun wollen, kann es dazu beitragen, einen konstruktiven Weg zu finden, wenn wir uns Zeit nehmen, unsere Gefühle zu verarbeiten und zu prüfen, wie wir damit umgehen möchten. Zweitens, die Herangehensweise planen. Ein Plan kann uns helfen, die Reaktionen eines narzisstischen Partners besser zu bewältigen, denn die werden ebenso unerfreulich sein wie üblich. Zu den wahrscheinlichen Reaktionen gehören unter anderem Abwehrmechanismen wie Gaslighting, narzisstische Projektion und verbale Angriffe. Wenn wir dafür bereit sind, dann führen wir ein strukturiertes Gespräch, in dem wir unsere Gefühle klar zum Ausdruck bringen und fokussiert über die vermutete oder bestätigte Untreue sprechen. Richten wir das Gespräch darauf aus, wie es sich auf uns ausgewirkt hat, und vermeiden wir persönliche Angriffe, die kontraproduktiv für die Reaktion eines narzisstischen Partners sein können. Ich-Botschaften und gewaltfreie Kommunikation sind hier sehr hilfreich. Drittens, Überdenken der Beziehung. Sind Partner für unsere Gefühle nicht empfänglich, nicht kompromissbereit, reagieren möglicherweise sogar gewalttätig und aggressiv, sodass unsere Sicherheit und unser Wohlbefinden gefährdet sind, dann ist es an der Zeit, getrennte Wege zu gehen. Bevor wir das tun, sollten wir die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen, denn Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Tendenzen können Wutanfälle bekommen und sogar körperlich gewalttätig werden, wenn ihre Partner die Beziehung beenden wollen.
Viertens, Erwägen des Zusammenbleibens. Obwohl Narzissten dazu neigen, sich in langfristigen Beziehungen weniger zu engagieren, können einige von ihnen sehr anhänglich sein, wenn sie mit dem, was sie von ihren Partnern erhalten, sehr zufrieden sind. Wenn wir die Beziehung aus irgendwelchen Gründen retten wollen, ist das vielleicht möglich. Wenn Partner ebenfalls an der Bewältigung dieser Krise interessiert sind, können Paarberatung, Einzeltherapie, Coaching und Selbsthilfegruppen hilfreich sein. Die Nutzung dieser Unterstützung ist zwar keine Garantie für das erhoffte Ergebnis, kann jedoch emotionale Unterstützung bieten. Fünftens, wissen, wann professionelle Hilfe empfehlenswert ist. Wenn wir nach einem Seitensprung Probleme haben oder unsicher sind, wie es in unserer Beziehung weitergehen soll, kann eine Psychotherapie helfen, indem sie uns einen sicheren Ort bietet, um intensive Emotionen zu verarbeiten und uns ermutigen, gesunde Entscheidungen zu treffen, wie wir auf narzisstische Beziehungsmuster des anderen reagieren und unser persönliches Wohlbefinden pflegen. Darüber hinaus kann eine Psychotherapie eine wichtige moralische Unterstützung im Umgang mit Untreue bieten und uns Strategien an die Hand geben, wie wir mit den Auswirkungen der Untreue besser umgehen können. Allzu oft wird hier ignoriert, was es mit uns macht. Wenn die Beziehung nicht zu missbräuchlich ist und wir und unser Partner beschlossen haben, unsere Beziehung nach der Untreue retten zu wollen, kann also eine Paartherapie, eine Paarberatung von Nutzen sein. Ehe- und Paarberatung kann dabei helfen, die Untreue zu verarbeiten und das Vertrauen wiederherzustellen. Das ist ein Prozess, der Bereitschaft, Anstrengung und Engagement erfordert. Wenn beide bereit sind, eine Ehe- oder Paarberatung zu finden, kann es leichter gelingen. Ja, es ist eine Herausforderung, aus dem Geschehenen zu lernen, die Verletzung heilen zu lassen, Vertrauen zu pflegen und gestärkt daraus hervorzugehen. Ohne Bereitschaft beider Partner wird das nicht funktionieren. Sechstens, abschließende Überlegung. Wenn wir ungewöhnliche Verhaltensweisen beim narzisstischen Partner feststellen, auch wenn das nicht unbedingt bedeutet, dass es ein Hinweis auf Fremdgehen ist, ist es dennoch wichtig, dass wir diese Bedenken aussprechen, dass wir sie klären. Wirksame Kommunikation ist wesentlich für eine funktionierende, gesunde Beziehung. Wenn wir allerdings feststellen, dass narzisstische Partner nicht bereit sind, auf unsere Bedürfnisse einzugehen, selbst wenn diese uns nicht betrügen und ausfällig werden, sollten wir uns an kompetente Hilfe wenden, jemand, der uns dabei unterstützt, gute Entscheidungen zu treffen. Weise Entscheidungen sind grundlegend für ein erfülltes Leben. Auf den Punkt. In einigen Beiträgen gibt es weitere Informationen dazu, was zu erwarten ist, wenn Narzissten fremdgehen. Woran zu erkennen ist, dass es der Fall ist und was möglich ist. Weshalb sollten wir uns unnötig blaue Flecken holen wollen? Hoffentlich tragen solche Beiträge dazu bei, besser zu verstehen, was da vor sich geht und gute Entscheidungen zu treffen. Toxische Beziehungen machen so viel kaputt. Andererseits ist es wichtig, Beziehungen dort eine Chance zu geben, wo Hoffnung angebracht ist. Doch mitunter liegt kein Segen auf einer Beziehung. Wer dann aus eigener Kraft nicht davon loskommt, darf sich professionelle Unterstützung nehmen. Das Leben ist zu kostbar für solch einen Missbrauch. Also raus aus der toxischen Beziehung und hinein ins Leben. Gibt es Erfahrungen mit Narzissten, Tipps und andere respektvolle Kommentare, dann her damit. Tauschen wir uns aus, unterstützen wir uns und machen wir uns Mut. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen wir unsere Wege ein Stück gemeinsam, passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.